Es ist für uns zur Selbstverständlichkeit geworden, dass wir ohne viel Zeitverzögerung und vor allem unfallfrei österreichische Straßen benutzen können. Doch damit wir ohne größere Komplikationen von A nach B kommen können, werden unsere Autobahnen laufend an die herrschenden Verkehrssituationen angepasst, so auch im Osten Österreichs die A4. Der Sicherheitsausbau setzt auf verschiedenen Stufen an. Zum einen daran, dass wir Sofortmaßnahmen gesetzt haben, Leitschienen, zusätzliche Absicherungen, zusätzliche Beschilderungen, um den Verkehr besser zu ordnen. Aber wir haben auch Generalsanierungen, etwa im burgenländischen Abschnitt von Neusiedl bis zur Staatsgrenze, die ist derzeit im Gange. Eine Generalsanierung mit vielen Sicherheitsausbaumaßnahmen und ganz wichtig, der dreispurige Ausbau von Flughafen bis Fischerment wurde bereits abgeschlossen. Von Fischerment bis Neusiedl Gewerbepark wird er bis 2023 durchgeführt werden. Dieser dreispurige Ausbau bringt extrem viel Erhöhung der Verkehrssicherheit. Aber nicht nur der erneute Ausbau der A4 bringt den vielen tausenden Autofahrern zusätzliche Verkehrssicherheit, sondern auch die Erweiterung der S1 verschafft eine wichtige Verkehrsentlastung. Die S1 zwischen Schwechat und Süßenbrunn ist das einzige noch fehlende Teilstück des ca. 200 Kilometer langen Regionenrings rund um Wien. Sie ist enorm wichtig für die Region selbst, weil sie den Wirtschaftsstandort attraktiviert. Zum anderen ist sie aber auch enorm notwendig, um den Verkehr rund um Wien abzuleiten und nicht so wie bisher durch Wien durch. Die Tangente ist eine der stärkst befahrenen Straßen Österreichs mit über 200.000 Fahrzeugen pro Tag. Mit dem Lückenschluss der S1 zwischen Schwechat und Süßenbrunn kann der Verkehr rund um Wien geleitet werden. Ich entlaste damit aber auch die gesamte Donaustadt. Hier wird der Verkehr von der Donaustadt auf die S1 geleitet, damit er nicht mehr durch die Stadt durch muss, sondern um die Stadt herum. Auch die S8, Machfeldschnellstraße, ist für die Region enorm wichtig. Hier werden zehntausende Menschen vom Verkehr entlastet. Das sind vor allem die Gemeinden Straßhof, Gänserndorf und Markgraf-Neusiedl. Hier muss der Verkehr nicht mehr auf der B8 dann durch die Ortschaften durchfahren, sondern wird über die Machfeldschnellstraße auf die S1 geleitet und damit wieder rund um Wien. Trotz aller Ausbau- und Sicherheitsmaßnahmen sollten aber auch wir Fahrzeuglenker sowohl die Fahrgeschwindigkeit als auch den Stil an die Gegebenheiten anpassen. Wir machen hier sehr viel, die Leute aufmerksam zu machen, aber auch gegen andere Unfallursachen kämpfen wir an, vor allem zum Beispiel Übermüdung. Hier bieten wir sehr viele Rastplätze an, viele Möglichkeiten, sich zu erholen. Und wir ersuchen auch in Kampagnen immer wieder die Verkehrsteilnehmer, sich daran zu erinnern. Und falls doch etwas passiert, gibt es auch hier schnellstmögliche Hilfe. Wir haben auf allen Streckenabschnitten Mitarbeiter im Streckendienst und innerhalb von kurzer Zeit ist gewährleistet, dass unsere ASFINAG-Streckendienstmitarbeiter genauso vor Ort sind wie Polizei, Feuerwehr etc. Und besonders wichtig ist das Ereignismanagement dort, wo viel Verkehr ist. Und am größten ist das Problem im Großraum Wien, Stichwort Tangente in Wien. Hier haben wir über 200.000 Fahrzeuge am Tag und da haben wir vor 2 Jahren eine eigene Eingreiftruppe, die Traffic Manager, installiert, die rund um die Uhr entlang des Autobahnnetzes patrouillieren, dass sie möglichst rasch vor Ort sind, wenn etwas passiert.